Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle. Hier sehen wir einen Krügelrand in meiner Hand und auf der anderen Seite sehen wir ein Stück Papier. Und zwar ist das hier eine 1000 Reichsmark Banknote, die im Jahr 1929 einen Gegenwert von 3600 Euro hatte, wenn man es im heutigen Verhältnis zu den Euro stellen würde. Ja, dieses Ding haben wir vakuumiert, damit es im Laufe der Jahre nicht verrottet. Sie sehen also auch die Wertigkeit von Papier. Die Mark ist zwar immer noch erhalten, allerdings ist sie heute nichts mehr wert. Und der Krügelrand hat immer noch denselben Wert wie im Jahr 1929. Wir werden hier im Video jetzt mal die Grafiken einblenden, wo wir den Wert von den Währungen relativ zum Goldpreis sehen. Und wie Sie hier erkennen können, ist es so, dass die Mark und auch die Reichsmark, der japanische Yen, der britische Pfund, der US-Dollar, die deutsche Mark und der Euro im Laufe der letzten Jahrhunderte immer wieder relativ schnell von Null einen Verlust des relativen Goldpreises von minus 100% hinnehmen mussten. Was bedeutet das für Sie? Das heißt, der Goldpreis hat als Gegenhedge zu den Währungen, zu den Papierwährungen, die ungedeckt waren, die in Unmengen gedruckt wurden, immer seine Kaufkraft erhalten und im Gegenzug ist eben die Kaufkraft des Papiers verloren gegangen. Deswegen sagen wir in unserer Filiale für Sie, wenn Sie noch nicht vorgesorgt haben sollten gegen den Währungsverfall des Euros, wenn Sie noch nicht vorgesorgt haben sollten gegen jegliche Bankenkrisen und wenn Sie vielleicht auch noch nicht vorgesorgt haben sollten, weil Sie schon Aktien besitzen und vielleicht andere Anlageklassen und sagen, ich möchte einen gewissen Anteil als sicheren Anker in meinem Portfolio, der jede Krise überlebt, dann ist dieses Stück hier, was Sie sehen, wesentlich wertiger und nachhaltiger als vielleicht das Stück Papier. Natürlich provozieren wir natürlich mit der Aussage, dass der Euro vielleicht gleichen Szenarien unterliegen konnte, aber wenn man sich die Halbwertszeiten ansieht im Laufe der letzten Währungen, der letzten 1000 Jahre, haben wir immer wieder selbiges erlebt. Die Papierwährungen sind durch den Zinseszins, durch das exponentielle Wachstum, durch die Gelddruckerei irgendwann ans Limit gekommen. Also eine Währung, die es vor 1000 Jahren gibt, existiert heute keine mehr. Das heißt, selbst der US-Dollar, der eine der ältesten Weltwährungen ist mittlerweile so weit, dass von verschiedensten Volkswirtschaftlern und Ökonomen davon gesprochen wird, dass es auswegslos ist, irgendwann einen Währungsschnitt zu sehen, vielleicht sogar eine Währungsreform, wie wir es in der EU gesehen haben. Auch der Euro wird mittlerweile schon so betitelt. Jetzt möchte ich natürlich an Sie appellieren, sich selbst die Frage zu stellen, woran liegt das? Gibt es vielleicht eine Politik, die da im Hintergrund steht, eine Geldpolitik, die dahin oder daraufhin zurückführen lässt, dass das Ziel dieses Systems ist, dass es sich immer wieder selbst erneuert. Das heißt, dass die Menschen im Laufe der Zyklen ihr Vermögen verlieren, dass sie die Kaufkraft verlieren. Das heißt, dass sie quasi dagegen anarbeiten, sie irgendwann im Laufe des Lebens mehr Geld verdienen, aber dann durch einen Währungsschnitt vielleicht sogar wieder das Ersparte verlieren. Und das können Sie eben mit einer Unze Gold super absichern. Wenn Sie eine Beratung von unseren Kundenberatern wünschen, rufen Sie gerne unter der eingeblendeten Hotline an, geben Sie uns einen Daumen hoch, abonnieren Sie auch den YouTube-Kanal und ich würde mich freuen, wenn wir Sie beim nächsten Video wiedersehen. Eine kleine Anmerkung von mir ist, das Jahr 2020 wird deswegen spannend, weil Sie nur noch anonym hier in der Edelmetallfiliale bis zu 2000 Euro Gold kaufen können. Wir haben jetzt im Dezember die Situation gehabt, dass sich immer wieder Schlangen vor der Filiale gebildet haben von Menschen, die halt versucht haben, im Rahmen der gesetzlichen Grenze noch die 10.000 Euro abzuschöpfen. Und jetzt ist es eben mit der 2000 Euro Grenze dasselbe. Deswegen, ich würde Ihnen ans Herz legen, handeln Sie noch, solange Sie noch anonym agieren können, weil irgendwann wird es nicht mehr anonym möglich sein, in Edelmetalle zu investieren. Der Onlinehandel floriert natürlich durch die Veränderung am Markt. Der Onlinehandel merkt einen deutlichen Anstieg. Die Menschen gehen nicht mehr zum Händler um die Ecke, wenn sie wegen 2000 Euro Gold vielleicht noch eine Unze oder eineinhalb Unzen kaufen können. Die Menschen gehen mittlerweile stärker in den Online-Shop und bestellen sich die Ware nach Hause, weil wir bei Online-Käufen auch keine Meldepflicht haben. Es gibt, ist nicht so, das ist ein großer Irrtum, dass es über 2000 Euro in irgendeiner Form eine Meldepflicht von uns gibt. Es ist lediglich so, dass Sie von Ihrem Konto auf unser Konto überweisen und dass natürlich eine Banktransaktion vorliegt. Aber Sie besitzen immer noch ein mobiles Gut, das Sie im schlimmsten Fall, wenn irgendjemand mal die Frage stellen sollte, was Sie hier haben, verschenkt haben können. Ja? Und von daher geben Sie uns einen Daumen hoch. Bis bald. Ich freue mich, Sie wiederzusehen. Ciao.